Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir ein wenig eingekauft hier in Tarant und um ehrlich zu sein, das habe ich dieses Mal auch noch etwas getan, bevor ich hier angefangen habe. Wie ihr seht, habe ich mir eine neue Rüstung zugelegt. Es war gar nicht einmal so einfach, irgendwas Sinnvolles zu finden. Ich habe keine Ahnung, ob das klug ist, was ich da tue. Ah, Stiefel sollte ich mir vielleicht irgendwann mal kaufen. Ah, diese Ringe könnte man noch verkaufen. Statt sie zu tragen. Die bringen jetzt nicht allzu viel. Gut, was können wir als nächstes tun? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist mit der Hauptquest weitermachen. Also zum Radclan fahren. Beziehungsweise waren wir eigentlich schon beim... Ich glaube nicht. Verdammt. Ich habe schon so lange nicht gespielt. Nein, zuerst gehen wir mal zum... zuerst gehen wir mal zum Bates. Ich glaube, bei dem waren wir definitiv noch nicht. Achso. Das so geht nicht. Man kann nur eine gewisse Anzahl an Punkten setzen. Mehr schafft das Spiel nicht. Also wir gehen jetzt einmal zum Bates und berichten ihm vom Radclan. Mal schauen, vielleicht lässt er Geld springen. Oder sonst irgendwas. Wenn wir das hatten. Ah, die Stadt ist einfach zu groß. Wenn wir das haben, werden wir dann rausgehen aus der Stadt. Ja, also was sind die zwei Optionen, die wir hätten? Die eine ist eben mit dem Radclan weitermachen. Da bin ich aber gar nicht so glücklich damit, denn wir haben jetzt bereits zwei Aufträge für Dörnholm. Dieses eine Königreich. So, Mr. Bates. Tell me what news. They aren't on the Isle of Despair. What manner of fiendish plot is afoot here? Are you certain of this? I spoke with a dwarf who had been there for 100 years. God, this is disastrous. What are we to do now? I am on my way to talk to Loghair of the Wheel Clan. Yes, yes. That is our logical next step. Tell me, is there anything I can do to help you? You forgot to pay me for searching the Isle of Despair. Ah, the vagaries of the elderly mind. Pardon my forgetfulness. Here is the gold. I will return after I gain an audience with Loghair. Ausgezeichnet, gut. Gehen wir weiter, wir haben Geld gekriegt. Was soll's? Viel mehr konnten wir nicht erwarten hier. Also wie schon gesagt, als nächstes würde ich grundsätzlich nach Dörnholm fahren, weil dort haben wir ein paar Aufträge gekriegt. So, wie kommen wir da am schnellsten aus der Stadt? Da ist das Ende der Stadt. Kommen wir dorthin, na da so. Na gut, da können wir gleich in die andere Richtung auch gehen. Gibt es da eine U-Bahn? Irgendwo in der Nähe. Vielleicht können wir mit der U-Bahn fahren. Schaut nicht so aus hier. Dann müssen wir wohl darauf gehen. Ich glaube, da oben gibt es eine U-Bahn-Station. Nehmen wir einfach die U-Bahn.
Genau da ist eine U-Bahn-Station. Nehmen wir einfach die U-Bahn. Quasi raus aus der Stadt. Es gibt eine Station an dem Ende der Stadt in diesem Slum-Gebiet. Da müssten wir eigentlich auch noch rein mal. Mittlerweile sollten wir stark genug sein, dass wir das aushalten. Aber keiner hat uns gesagt, dass wir dorthin gehen sollen. Überhaupt glaube ich, dass wir in Tarant auch noch einige Aufträge zu erfüllen hätten, rein theoretisch. Jetzt, wo wir Stufe 21 sind. Auch die Kanalisation war doch irgendwie hinüber. So, schauen wir mal. Ich hoffe, wir können noch damit fahren. The Boil heißt das. Schaffst du das? Oh Gott, ich habe das Spiel zum Absturz gebracht. Elend. Sehr, sehr elend. Ah, wir haben es geschafft. Doch, und hier gibt es keinen Weg zurück. So, schauen wir mal. Jo, wir könnten rein theoretisch da auch reinschauen. Da drinnen waren wir noch nicht. Und schauen, was wir da alles finden. Oh, das schaut so aus wie eine Art Dungeon. Wollen wir das machen statt Dörnholm? Gehen wir mal in die Richtung. If you enter the boil, you are doing so at your own risk. Do not expect us, any of us, to help you. I smell blood, boys. Ah, vielleicht sollten wir zuerst mal zaubern. Falls uns jemand angreift. What do you want, half-elf? Nothing good of that, I'm certain. What do you want? Wow, die greifen mich wirklich einfach an. Okay. Oh, Level 23, die sind echt stark. Uff, vielleicht war das doch keine so gute Idee. So, was haben wir denn für Zaubersprüche? Ja, wir könnten uns shielden. Das ist doch mal was. Oh. Geht's euch noch gut? Okay. Dann machen wir mal einen kleinen Feuerball da rein. Oh. Dafür haben wir jetzt keine Dings mehr. Oh, die helfen ja doch. Na hey. Die greifen den Soldaten an. Ist mal, kann man nur recht sein. So, warte mal, dann wollen wir das da aufheben. Oder? Nein. Noch ein Fireflash. Warte mal.
Warum ist der Offizier jetzt so abgrantig auf uns? Den wollte ich nicht angreifen. Au. Na super. Sind jetzt die Offiziere grantig auf uns? Sehr gut, danke Virgil. Könnten wir auch bitte aufstehen wieder? Hey, eine Large Leather Armor. Das ist gar nicht schlecht für unseren Joker. Das ist ja cool. Keine blöde Sache. Was hat der? Eine Mace und noch eine Large Leather Armor. Ah, wieso nicht? Officer's Uniform. Schau dir was an. Ist okay. Joker. Was, wenn ich dir das gebe? Ha! Dann ziehst du es an. Sehr gut. Ich gebe dir auch das und das und das und das zum Tragen. Bitteschön. Du bist ja recht kräftig. So. Puh. Das war gar nicht so wenig heftig, dieser Kampf. Wir hätten vielleicht doch drauf hören sollen, dass wir nicht einfach so reingehen sollen. Oh, jetzt sind wir schon herinnen, was soll's. Was soll schon viel passieren? Mhm. Das schaut nach einem netten Ort aus. Vielleicht hätten wir auf die andere Seite zuerst gehen sollen. Sollten wir vielleicht noch. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir da irgendwo reingehen. Also da finden wir zum Beispiel mal nichts. Mhm, was ist da drinnen? Angeschrieben steht nichts draußen. Und es ist ja auch nichts drinnen. Okay. Ah, da sind wieder welche. Ob man mit denen reden kann oder ob man mit denen auch kämpfen muss. Halfling Bandit, der ist nicht einmal so gut. Wir speichern ab. Das sind nämlich relativ viele. Okay. Scheinen da nicht allzu gesprächig zu sein. What do you want? Whose house is this? This is Pollock's house. And he don't like strangers hanging around here. Don't care what he likes or doesn't like. I must be going.
Okay. Also, der will offensichtlich noch nichts von uns. Schauen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht haben wir dort mehr Glück. Vielleicht stirbt dort die zweite Wache. Immerhin sind die nicht grantig auf uns. Was auch schon mal ganz gut ist. Ah, okay. Der scheint auch nicht gut auf uns zu sprechen. Okay. Gut. Auch die greifen uns an. Na dann. Nachdem wir eh wieder voll geheilt sind. Hörst du auf? Auf mich einzuhauen. Au. Ha, die stehen aber perfekt für meine Wall of Fire. Ich hätte mehr von diesen Dingern kaufen sollen. Merke ich gerade. Du hast vorhin ziemlich viel Schaden gemacht. Du nicht. Au. Sag einmal, geht's euch noch gut? Ah, dieses Mal werde ich nicht mehr den Dings machen. Ihr könnt jetzt ruhig auch... Das ist schön. Jetzt machen wir mal den Kampf fertig. Ich bin auf minus 20, bist du irre? Ja. Kann man nicht machen, während wir betäubt sind. Na super. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis ich auf plus minus 0 bin, damit wir wieder was machen können. Das ist ein bisschen mühsam. Aber diesmal haben wir wenigstens keinen von den Offizieren getötet. Das hat auch schon was. Okay. Und wir müssen irgendwas tun, damit ich etwas besser überlebe. Also ich muss meine Fatigue oder so irgendwie verbessern. Ich habe mir da sowas gekauft, einen Fatigue Slower. Dadurch verliere ich, glaube ich, weniger, wenn ich zaubere, wenn ich das trinke. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so wichtig sein wird hier. Ah, komm schon. So, hey, die haben wenigstens Geld. Aber sonst nichts. Hat ein altes, rostiges Schwert. Und eine alte, rostige Axt. Naja. Das sind die Schwächeren. Offensichtlich. Okay. Einmal ein Schwert können wir uns nehmen. Schau, kriegst du noch was zum Tragen. Hey, das schaut nach einem Händler aus. Can you fix something for me?
Oh, a little of this, a little of that. Nothing fancy, lots of was? Odds and ends. Of course, a lot of it is of it's rusty. But a little spit and polish clean it up just like new. Na gut. Schau an. Naja, let's barter. Okay, die hat genau nichts, was wir brauchen. Oh, sie hat einen Nura-Coin. Irgendwo brauchen wir die, glaube ich. Für Technologen ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, das Ding. Aber wir haben da nichts, was wir brauchen könnten. Aber wir könnten schauen, ob sie das Zeug kauft, was wir da haben. Oh ja, immerhin. Werden wir die Officers Uniform nochmal brauchen? Okay. Im schlimmsten Fall bringen wir uns halt noch einen Officer um. Ausgezeichnet. Ja, vielleicht hätten wir auch die zweite Rüstung vom Joker verkaufen sollen. Das ist hier größer als das an die andere Seite. Aber nicht weniger unfreundlich. Mal, was gibt's denn da auf der Seite? Also wenn, dann müssen wir dahin. Das schaut eher nach dem Ort aus, wo wir hin müssen. Also falsches Ding gedrückt. Da ist ein blauer Ork, ein Ork-Berserker. Und ein Gnome Guard. Wir sprechen mit dem Gnome. This heavily perfumed gnome would appear laughable if not for the scars on his face or the oversized dagger hanging from his belt. And just what precisely do you think you would be doing here? Ein Gnome. Who's going inside? Haha. I don't believe that. Is going to happen. Only the clan Maug is allowed within these walls, and then only select members at that. Turn your little self around and go back to where you came from. I see. I'll be going then. Okay, wir wollen keinen Kampf. Hello, what is it? Okay. Wir wollen hier nicht kämpfen mehr. So wichtig ist uns das auch nicht. Hey, da gibt es sogar ein Inn. Schau dir was an. Huffling, what do you want there, boy? I have a few questions if you don't mind. He looks at you and smirks. As a matter of fact, I do mind, boy. Got any idea who you're messing with in here? Being as weak and scrawny as you are, I'm surprised someone ain't already made you into a blood puddle. Yes, I know I'm weak. Please, just a few moments of your time. I see perhaps you'd like to try braggart. Ha ha ha. You hear that, boys? The poor bloke knows he's weak. He steps up to you. You know what happens to lads like you in the boil? You wouldn't even want me to tell you. Get the hell out of here before someone carries you out. Wollen wir eine Schlägerei hier anfangen? Der da hinten schaut auch gefährlich aus. The woman in front of you is tall, strongly built, with a pair of scars running from the corner of each eye to the bottom of her jaw. It makes her look as if she is crying. What do you want?
you got any reason to bother me, or you just enjoy rolling the dice with old Scratch. If you're inferring that my life is in danger, you're sorely mistaken. Really? She whirls on you a pair of blades appearing her in hands. Appearing in her hands, Mr. Herson. You want to test that theory, stranger? I'll gut you quicker than a Morbihan dogfish. I'd thoroughly enjoy that, miss. I think I'd rather just leave, thank you. Sind wir bei ihr? Oh, verdammt. Ach Gott. Danke. Wohin rennst du? So, zunächst einmal werden wir mal das zu uns nehmen. Dann werden wir uns ein bisschen schneller machen. Das ist nett von dir, Virgil, dass du uns heilst. Ach ja, Miranda Tears. Wäre sicherlich interessant gewesen, die genauer kennenzulernen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sehr sinnvoll ist, hier meine Magie anzuwenden. Andererseits, jetzt habe ich mir dieses Drum genommen, also so gesehen. Hörst du auf, den armen Joker zu hauen? Joker not like you as much. Joker might leave. Das gefällt mir nicht, dass du das sagst, aber was soll ich tun? Die haben mich angegriffen, nicht ich sie. Für das, was sie zugehört haben, haben sie ganz schön wenig Zeug bei sich. Ach, dann sprechen wir nochmal mit dem. What in the name of Albrecht caused you to think you could talk to me? Speak up, boy. I don't know what I could have been thinking. I'll be on my way. I don't come to talk. I came to make you scream like a schoolgirl. Nicht wie echt. That's right. Get on your way, fool. Lucky for you, I'm the forgiving type. You'd best not be coming by here again. Unless you got something important to talk to me again. Yes, sir, I'll remember. Okay. Na gut, also hier herinnen ist es nicht unbedingt freundlich. Aber das haben sie uns ja draußen schon gesagt. Und Juka, was soll ich tun? Die haben mich angegriffen, nicht umgekehrt.
Das waren Banditen, die waren böse. Na gut, an dieser Stelle werden wir für heute wieder aufhören und das nächste Mal werden wir nach Dörnholm fahren. Meine Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaf gut und gute Nacht.